Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Jo, heute schauen wir uns die Brosum an. Willkommen in Brosum. Das ist eine fiktionale Karte, die irgendwo an der deutschen Nordseeküste angesiedelt ist. Man möchte hier Urlaub machen. Dafür ist keine Zeit. Es ist viel zu tun. Ein veralterter Kuhhof braucht dich, um daraus einen modernen, konkurrenzfähigen landwirtschaftlichen Betrieb zu errichten. 100 einkaufbare Grundstücke, 93 Felder klein bis mittelgroß, 5 Verkaufspunkte, 10 Produktionen, Biogasanlage, Kuhhof, Schafweide. Genieße deinen Aufenthalt in Brosum. Den Link packe ich euch unten in Beschreibung. Ihr müsstet normalerweise dann weitergeleitet werden zum Giants Mod Hub. Da sind nur 3 Mods dabei, die ihr zusätzlich runterladen müsst. Ansonsten geht einfach in Giants Mod Hub und ladet es da runter, aber normalerweise wäret ihr da weitergeleitet. Jo, schauen wir uns die Karte mal an. Wir sind da schon auf dem Haupthof. Ja, da habt ihr ein kleines Lager zum Maschinenunterstellen. Da habt ihr Getreidelager. Ja, das müsste auch das, glaube mit der halben Million, aber ich bin mir sicher, müsst ihr selber schauen. Dann haben wir da den Kuhstall. Genau, jetzt. Kuhstall. Da könnt ihr 35 Kühe drin züchten. Das ist der Stall genau von der Starto. Auf der Starto haben wir den Stall hier auch. Ja, genau, wo ihr rückwärts reinfahren könnt, könnt ihr 35 Kühe züchten. Dahinter holt ihr Milch raus. Und auf der anderen Seite, da habt ihr... Das müsste normalerweise... Ne, dann holt ihr da Milch raus und auf der anderen Seite, das wird dann wahrscheinlich die Mischplatte sein. Güllegrube habe ich da jetzt so keine gefunden. Müsst ihr ausprobieren, ob die auch Gülle produziert oder nur mischt. Dann habt ihr da 2 Dreschimmel. Einer zum Balle aufsammeln und einer für Getreide. Da habt ihr eine kleine Werkstatt zum eurer Maschine konfigurieren. Da steht auch schon die, wie heißt die, Nordstern. Nordstern, genau. Nordstern. Dann habt ihr da Dampfstrahlgerät, Gruber, kleine Presse, Schwader, Wender, Mähwerk und Topliner mit dem Schnellwerk. Dann habt ihr da drüben noch kleine Garage. Da habt ihr 2 Schlepper drin stehen. Das ist der Steyr und 7810. Im Schafhof, da habt ihr noch ein paar Gebäude dabei. Könnt das Wasser rausholen für die Schafe. Die anderen Gebäude, ich denke mal, das ist alles nur Deko. Ich glaube, dass man da eine Garage aufmachen kann. Müsste man gerade mal probieren. Aber ich glaube, nee. Ja, diese Gebäude sind alle nur Deko. Da könnt ihr eure Schafe kaufen. Genau, das sind 15 Schafe, genau. Da fahrt das Wasser rein und da das Futter. Und was ich mal richtig geil finde, mir steht jetzt direkt vor dem Schafstall oder vor der Schafweide und im Hintergrund sind 4, 5 Windräder. Da seht ihr nur die Windräder. Dann rennt ihr mal den Berg da hoch. Zack, dann habt ihr einen kompletten Windpark an Windrädern da. Finde ich richtig geil gemacht. Ihr könnt weiterlaufen bis zu dem Wasser dahinter und dann ist Schluss. Also die Wiese könnt ihr zwischen deine Windräder auch mähen. Das ist alles nur, ja, das ist ja hinterm Maprand. Aber finde ich auch mal cool gemacht. Wenn man da unter am Schafstall steht, sieht man vor den Windrädern nur oben die Spitze von den Windrädern oder die Hälfte von den Windrädern selber. Und wenn man dann hochläuft auf den Damm, da sieht man dann das komplette Windrad mit dem Turm. Ja, wir sind da bei der Biogasanlage. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ich schätze mal, es ist eine 250 Watt Anlage. Es zeigt mir da keine Symbole an. Wir haben bei dem Kuhhof und bei der Schafweide haben wir es ja gehabt. Ich habe euch ja die Anzahl von den Tieren auch gesagt, aber da gibt es keine Symbole. Da kann ich euch jetzt sagen, was die Anlage kostet und auch wie viel Kilowatt.
Aber von der Größe her gehe ich aus, davon aus, dass es 52 Kilowatt Anlage ist. Ja, dann habt ihr noch ein riesiges Lager zur Maschine oder Heuballe, Getreide, keine Ahnung, was man in der Biogasanlage alles vergären kann. Könnt ihr da alles unterbringen oder Kartoffeln, Rübenschnitzel, das könnt ihr in der Biogasanlage auch vergären. Und dann habt ihr da so zwei riesige Klopper von Kale-Silos. Da stehen noch ein paar Autos, zwei Autos rum und da habt ihr noch eine Methantankstelle, wo Methan tanken könnt. Was ist das für ein Fragezeichen da oben? Schaue. Ne, das ist zu weit oben. Ja. Da handelt es sich wahrscheinlich auch noch um einen Fehler. Wie gesagt, es gibt da keinen Trigger oder sonst irgendwas. Ja. Schau, vielleicht gibt es da noch Update oder sonst irgendwas. Jo, da sind wir noch beim Getreidelager. Da habt ihr, jetzt gibt es auch Getreidelager, wo ihr kaufen könnt. Da könnt ihr euer ganzes Getreide drin lagern. Ja, das ist ein ordentliches Lager. Das hat da nach hinten vier Silos. Auf der Seite auch nochmal vier Silos. Und da drüber nochmal drei. Ich schätze mal, das lagert das fast mehrere Millionen Liter Getreide. Genau. Auf der einen Seite da kippt man das rein und da könnt ihr es wieder rausholen an dem Rohr da oben. Dann haben wir da noch ein kleines Gebäude mit einem Container und da zwei Autos. Das sind wahrscheinlich die Autos von der Angestellten. Da habt ihr eine Waage. Ja, und da nochmal eine kleine Halle und da ist die Ausfahrt. Kann man schauen, kann man die Halle... Gelände kann ich auch kaufen. Easy Development kann ich kein Geld zufügen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Das Update habe ich runtergeladen, aber es funktioniert trotzdem mit. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ja, schauen wir uns die Karte mal an. Ja, ihr seht wieder, es sind sehr helferfreundliche Felder. Also da braucht ihr kein Cosplay. Helfer hinfahren, Taste drücken und ab geht's. Ja, ist sehr helferfreundlich, genau. Eckige Felder, insgesamt sind es glaube ich ja, 80 Felder, so irgendwas rum. Das sind nur die ganze Produktion und das Ganze, da fliegt man nachher auch mal drüber, dann seht ihr das. Ja, genau. Von der Feldgröße her, ach, ich schätze mal so halbe Hektar. Das schauen wir jetzt gerade mal. Land kaufen, genau. Ja, schaut, da haben wir 1 Hektar. Das fällt mit 2,5 Hektar. Das hat 4,3. Das hat 5,3. Ich schätze, die 32 können schon das größte sein. 5,5. Hektar oder 36, 5,5, ja. Die sind alle so um die gleiche Größe. Ja, die kostet halt mit 5,5 Hektar 34.000 Euro. Aber ich denke mal, mit der Zeit, wenn man da kleinere Felder als erstes kauft, da kann man mit der Zeit ganz schön schnell wachsen. Alternativ könnt ihr erst Biogasanlage in Betrieb nehmen und die kleinen Felder, da die 8, 9, wo es wenig Fläche hat, dazu kaufen und euch dann immer weiter erweitern. Getreidearten sind ganz normal, da gibt es keine Zusatzfrüchte. Ne, da gibt es keine Zusatzfrüchte. Ja, da sind wir beim Getreidelager. Dann kommen da drüben irgendwelche Gebäude, das schaut alles nur Deko, das sieht mir auch danach aus, wie wenn das irgendwelche Kuhstelle wäre. Ja, aber die sind nur Deko, aber ja, das sieht so danach, oder irgendwelche Lager mit Getreidemaschine oder sonst irgendwas. Das ist eine Verkaufsstelle, so wie es aussieht. Das ist der Landhandel, genau, das ist auch irgendwelches Gebäude. Ja, ihr seht auch, die Leute, wo gerne in Fasch geht, ihr kommt auch nicht so kurz auf der Karte. Fliegen wir mal da weiter, sind wir schon am Maprand. Ja, ich sage ja, Maprand auch richtig schön gemacht, geht im Hintergrund weiter. Das ist, glaube ich, auch eine Verkaufsstelle. Fliegen wir mal da hoch. Ja, da sind wir jetzt schon wieder bei 3,2 Hektar. Bei einem Hektar, bei 1,05. Ja, das sind jetzt da ein bisschen kleinere Felder. Da oben kommen wir schon wieder zum anderen Maprand. Da ein riesiges Waldgebiet. Ja, da könnt ihr ordentlich in Frosch gehen. Da habt ihr ein kleines Dorf mit so richtig schönen Reihehäuser. Da habt ihr irgend so eine kleine Siedlung. Da drüber geht es weiter mit Reihehäuser. Da sind wir dann bei dem Getreidelager. Dahinter kommt die Biogasanlage, genau. Das sind auch irgendwelche Verkaufsstellen. Mir kommt das so vor, wenn das so eine Art wie Siedlung wäre.
Dann habt ihr da nochmal ein Getreidelager. Weiß ich jetzt nicht, ob das Funktion hat. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Schlängelt sich auch richtig schöne Bach entlang. Genau. Schauen wir mal kurz in den Log. Die war eigentlich vorher sauber. Ja, die sieht sauber aus, die sieht sauber aus. Oh, das ist ein langer Look. Eieiei. Ja, also die Look ist sauber, es gibt keine Fehler. Kein gelber Warning, kein roter Warning. Die Karte könnt ihr ohne Probleme spielen. Ja, ich denke mal, auf der Karte könnt ihr ganz viel Spaß haben. Ja, das war's für die Kartenvorstellung, weil ich die Map-Vorstellung gefallen hat. Like nicht vergessen, abonniert doch meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.